Ja, hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge Supremacy 1914 mit Frankreich auf der 100er-Karte. Wir haben Tag Nummer 5 und wir sind auf Platz 1 mit 90 Siegpunkten. Ja, der Deutschlandfeldzug, wie ihr seht, ist sehr erfolgreich verlaufen. Wir konnten Deutschland innerhalb von 1 oder 2 Tagen doch recht fix einnehmen. Des Weiteren befinden wir uns jetzt im Krieg mit der Ukraine. Das wurde einfach daraufhin ausgelöst, dass die Ukraine quasi hier in den östlichen Regionen eingefallen ist. Und uns einfach die Provinzen wegschnappen wollte. Und das habe ich mir natürlich nicht gefallen gelassen. Dadurch ist da jetzt der Krieg zustande gekommen. Wir werden hier aber nicht weiter vorrücken, sondern wir werden unsere Truppen, die können wir gleich hier mitnehmen, Richtung Süden verlagern. Denn unser nächstes Ziel wird Italien sein. Vielleicht auch noch ein paar Provinzen von Österreich. Müssen wir mal gucken. Wie wir das machen, weil Griechenland hier unten wird langsam eine ziemlich große Gefahr. Die ziehen auch schon Truppen hier Richtung Norden. Also ich vermute mal, da müssen wir uns eventuell in nächster Zeit auch auf was einstellen. Truppentechnisch sieht es aber mittlerweile gut aus. Wir haben. Na, wo ist es? 143 Einheiten. Das wächst jeden Tag so im Schnitt zwischen 10 und 15 Einheiten, trotz unserer ganzen Kriege. Also wir sind da, ich bin da eigentlich sehr guter Dinge, dass wir uns da jetzt endgültig festgesetzt haben in Europa, dass wir hier die dominierende Macht sind und uns keiner so wirklich gefährlich werden könnte. Der Krieg zwischen England und Schottland ist auch beendet. Dänemark ist dort in Schottland einmarschiert. Die scheinen auch verbündet zu sein. Problem für England wird es bloß sein, die haben immer noch keine Hauptstadt. Also die zerfallen hier moraltechnisch immer mehr in sich zusammen. Also ich vermute mal, das wird nicht mehr lange so gut gehen. Also vielleicht holen wir uns da dann doch noch ein paar Provinzen. Dänemark hat zwar jetzt schon kundgetan, dass die mit England verbündet sind, aber wenn England zum Fall fällt, dann kann Dänemark da allein auch nichts ausrichten. Da ist auch der Nachteil von Dänemark, dadurch, dass die ja so weit weg von ihrer Hauptstadt sind, die Truppen sind auch nicht wirklich gut moralisiert. Also die Provinzen steigen sehr langsam in der Moral. Und die Truppen hier haben gerade mal die Hälfte der Moral. Dagegen sind wir hier natürlich fast zu 100% moralisiert jetzt mittlerweile schon. Waren auch die Truppen schon, aber ich habe halt mal ein paar Truppen zusammengezogen, auch von den schlechter moralisierten Gebieten und dadurch hat sich das dann halt erstmal so eingepegelt. Genau, Plan jetzt ist es, das wollte ich auch mit euch zusammen machen. Ich habe jetzt hier schon Truppen zusammengezogen. Wir werden jetzt hier den Feldzug nach Italien beginnen. Ich will direkt hier auf die Festung gehen, einfach damit mir die 8000 Mann hier nicht in den Rücken fallen können. Ich hoffe mal, dass das passen wird. Die haben hier eine Schadensstärke von 25. Wir haben von knapp über 80. Ich denke mal, das sollte auch trotz Festung relativ gut funktionieren. Das wäre natürlich noch eine Option zu warten, bis die 12.000 Mann von hier kommen. Aber die würde ich gleich nach Turin durchschicken. Genau, dass wir da dann das Ganze einnehmen, dass wir hier schnell vorrücken, uns dann die Hauptstadt holen und innerhalb von 1 bis 2 Tagen, so ist der Plan, Italien besiegen, sodass wir uns dann wirklich hier auf die komplette Koalition hier drüben konzentrieren können. Die besteht, da können wir gleich nochmal zusammen gucken. Koalition, wo waren das jetzt hier? Koalition hier. Das ist die Koalition hier, die besteht aus Griechenland, dem Osmanischen Reich, Russisch, was? Jakutien und der Mongolei. Ne? Also sind insgesamt 5 Leute. Vierten Namen habe ich jetzt mit Absicht nicht ausgesprochen, weil ich nicht weiß, wie man den ausspricht und ich will mich nicht schon wieder blamieren. Genau, also quasi dem kompletten Bereich hier. Ich glaube, hier hinten noch war. Ihr seid. Nee. Auch nicht. Nee. Die Mongolei ist ja hier hinten, genau. Aber die können auf jeden Fall nicht eingreifen. Da mache ich mir keine Sorgen. Sind die überhaupt noch aktiv? Ja, sind sie.
Ja, da müssen wir einfach mal gucken. Oh, Arabien ist jetzt aber auch mittlerweile ganz schön expandiert. Das ist, die sind auch gut vorangekommen. Sehe ich gerade bei der Osmanischen Reich. Da stockt hier alles ganz schön. Also die scheint auch nicht mehr so sonderlich aktiv zu sein. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ich denke mal, das wird relativ gut gehen. Jetzt wird erstmal hier der Krieg noch mit der Ukraine beendet. Das denke ich mal, sollte auch recht schnell gehen. Die rennen ja hier mit ihren Truppen voll in unsere Festung rein. Dann Italien und dann werden wir uns hier weiter in die Richtung, beziehungsweise nach Süden ausbreiten. Wir haben ja auch zwei neue Verbündeten. Darauf wollen wir auch noch kurz eingehen. Wir haben uns jetzt mit Schweden, mit Norwegen und wir haben uns mit dem kommunistischen Russland verbündet. Der Plan sieht jetzt vor, dass Russland sich um die Ukraine kümmert, was davon noch übrig ist. Und Schweden wird hier einmal durch mich durchgehen, Österreich besiegen, sodass wir dann wahrscheinlich von drei Seiten aus Richtung Griechenland marschieren können. Beziehungsweise vielleicht hier kämpft sich Russland hier durch die KI oder den Spieler. Aber der Spieler ist, glaube ich, nicht mehr aktiv, oder? Doch, der Spieler ist noch aktiv. Kämpft sich dann quasi hier so lang. Und überfällt das Osmanische Reich. Da müssen wir mal gucken, das ist jetzt noch nicht so ganz abgesprochen. Aber auf jeden Fall ist es der Plan, die Koalition hier in dem Bereich als nächstes zu besiegen, sodass wir dann ungehindert Richtung Afrika vordringen können. Und genau. Ja, dann, was ist noch zu sagen? Genau zur Wirtschaft. Bin jetzt schon dabei, dadurch, dass wir ja wirklich gut an Energieüberschuss haben, baue ich jetzt hier schon mehrere Eisenbahnen, habe ich in Auftrag gegeben, einmal in Bordeaux, einmal in Madrid und ich glaube, hier oben war auch nochmal eine. Genau, in Nancy auch nochmal, sodass wir dann auch schon mal unsere Produktion gut steigern könnten. Ich bin jetzt quasi dabei für Tag 8, das sind jetzt noch knapp 3 Tage, Baumaterialien zu sammeln, sodass wir dann direkt 3 bis 4 Fabriken in Auftrag geben können. Ich denke mal, das sollte passen. Ich gucke auch immer mal zwischendurch, wie es hier so auf dem Markt aussieht. Kauft die billigen Ressourcen auf. Nee, das ist gerade alles nicht so der Burner, was hier so angeboten wird. Nahrung haben wir selber nicht viel, da können wir auch nichts von verkaufen. Und gucke halt so, dass wir dann jetzt dann unsere Ressourcen langsam auffüllen für die nächsten 2, 3 Tage. Wir mussten jetzt hier relativ viel ausbauen, dadurch ist das alles nochmal ein bisschen weniger geworden. Ich hatte schon mehr. Genau, so ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Ich werde jetzt auf jeden Fall Italien erobern und melde mich natürlich in dem Moment, wo es wieder was Neues zu berichten gibt. Und ansonsten würde ich sagen, melden wir uns dann, wenn es darum geht, gegen die Koalition zu kämpfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.